Hallo bei Busse Yachtshop. Heute haben wir hier ein NSS und ich wollte euch mal ein paar Tipps und Tricks zeigen. Das wird eine kleine Reihe. Ich suche mir ein paar Sachen raus für euch. Heute fangen wir mal damit an, weil ich die Frage gerade heute hatte. Wenn wir das NSS 12 Evo 3 oder auch die kleineren Displays davon in der Evo 3 Version einschalten, dann haben wir hier die Übersicht. Wir kriegen Karte, Echo, Sidescan, Downscan, Radar, Navigation, Instrumente, Video oder was ähnliches, was ihr auch immer eingestellt habt. Jetzt ist es aber so, dass ich in diesem System gar kein Radar haben möchte. Heißt, wie bei meinem Handy, meine App, die ich da habe, schiebe ich weg, brauche ich nicht. Warum sollte ich die da lassen? Aber ich habe einen Vorbildscan installiert. Der taucht hier gar nicht auf. Was mache ich also? Ich kann jetzt hier das Radar wegnehmen und Vorbildscan einblenden. Dazu gehe ich hier oben unter Einstellungen. Da bin ich auf System. Dann unter Fortschrittlich, das ist ein bisschen versteckt, deswegen unter Eigenschaften. So, da finde ich jetzt die verschiedenen Sachen, die ich einstellen kann. Ich habe hier Zeitaufzeichnung, Video, ob ich das haben möchte, Radar, Structure Scan, 3D-Sonar, Echolot oder hier mal Vorwärtsscan. Das möchte ich jetzt anhaken. Dann erscheint Vorwärtsscan. Na, ja, so. Auf dem Bildschirm und Radar sagte ich ja, habe ich gar nicht, plane ich auch erstmal nicht, kann erstmal weg. Hake ich Radar ab. Und dann habe ich hier noch, um das kurz zu Ende zu machen, Sirius-Wetter ist eine amerikanische Sache. C-Zone sind elektrische Schaltkreise, die ich da ansteuern kann. Dann habe ich hier Instrumente, kann ich darstellen, Audio-Server. Das ist sowas wie Sonic Hub oder Fusion, kann ich da einblenden. Shutdown, ich kann Autopilot-Sachen machen, das natürlich nur mit Navico-Autopiloten, sprich NACs oder sowas. Ne? Professional, da gibt es auch von Simrad Professional Autopiloten. Trolling Motor Support, Go Free kann ich anschließen. Einblenden, hier habe ich auch, wenn ich auf FLIR gehe, kann ich auch zwei Videokameras anzeigen, zumindest bei dem 12er hier, bei den kleinen geht das nicht so. Dann habe ich einen HDMI-Ausgang, ob ich den benutzen will. Telefonkopplung kann ich aktivieren. Search and Rescue-Funktion. Das nur einmal, um es zu zeigen. Was wir jetzt also gemacht haben, ist Vorbildscan aktiviert und Radar deaktiviert. Wenn ich jetzt hier rausgehe, sagt er, Vorbildscan-Funktionen wurden aktiviert. Heißt, mit dieser Sache habe ich auch die Funktionen des Vorbildscans. Und gehe jetzt, breche das hier ab. Gehe auf meine Hauptseite wieder. Und jetzt sehe ich hier, Radar ist weg. Vorwärtsscan habe ich jetzt drauf. Und wenn ich da drauf gehe, dann würde ich jetzt hier das Vorwärtsscan-Bild sehen. Ja? Oder kann ich noch Einstellungen machen und so weiter. Aber das wollte ich einmal zeigen, wie solche Sachen eingestellt werden, weil das doch tief versteckte Menü ist. Jo, so viel zum ersten Tipps und Tricks-Videos für den Simrad NSS Evo 3.